Moin, moin Leute und willkommen zu einem kleinen Real Talk Video. Ich möchte euch kurz in meine Gedankenwelt mitnehmen, möchte euch erzählen, wie es weitergeht, was in den letzten Wochen so los war, was sich Livestream-technisch bei mir ändert, was sich inhaltlich vielleicht ein bisschen ändern könnte an allgemeinen Videos und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen habe ich einmal die Umfrage mitgebracht. Ich habe vor einigen Wochen eine Umfrage gemacht. Denkt ihr, dass Apex ein gewisses Verfallsdatum hat oder zockt ihr andere Spiele, die euch davon abhalten, Apex weiter zu zocken? Die ist sehr, sehr interessant. Ein bisschen über 600 Leute haben mitgemacht. Das reicht, um so ein kleines Fazit rauszuhauen. Bevor ich jetzt damit anfange, ganz wichtig, möchte ich mich natürlich bei allen Supportern bedanken, bei allen Zuschauern. Ich möchte euch natürlich noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen, wenn wir uns vorher nicht nochmal in einem Livestream sehen, in einem anderen Video oder sonst irgendwas. Danke für den Support. Ich hoffe natürlich, dass ihr weiter dran bleibt. Ich möchte euch erstmal erzählen, was sich bei mir so ändert, Livestream-technisch. Inhaltlich werde ich bei Apex bleiben, aber ich werde trotzdem mal die Statistik einblenden. 677 Leute haben abgestimmt und es geht halt so ein bisschen um das Verfallsdatum von Apex Legends. Und ich habe selber in den letzten Tagen und Wochen mitgekriegt, Apex kann es nicht für immer sein und ich habe auch keinen Bock, immer nur noch Apex zu machen. Und vor allen Dingen Livestream-technisch habe ich keinen Bock, mich nur noch an Apex zu binden. Und ich bin ganz ehrlich, es gab den ein oder anderen Livestream in den vergangenen Monaten und auch Jahren, wo ich gesagt habe, eigentlich hast du keinen Bock. Aber du hast gemerkt, wenn du ein bisschen Variety machst, hast du keine Zuschauer. Und das kann nicht Inhalt oder meine Freude, das kann es nicht lange aufrecht erhalten. Und ich habe einige Spiele vernachlässigt, die ich gerne gezockt hätte. Und das werde ich definitiv zumindest in Livestreams in Zukunft machen. Es wird keinen großen Content-Unterschied in Sachen Videos geben. Apex News werden bleiben. Ich möchte euch jetzt erst einmal sagen, wie grob diese Abstimmung ausgefallen ist, nicht abgelaufen. Ihr seht, fast 40% von 677 sagen Apex Forever. Wie ich auch schon vor einigen Monaten gesagt habe, ich verlasse das sinkende Schiff mit als letztes. Das meine ich tatsächlich ernst, aber ich glaube, wir haben vielleicht noch anderthalb Jahre Apex und dann ist Ritze. Dann wird es das Spiel weiterhin geben. Es wird sicherlich auch mit neuem Content gefüttert werden. Aber dann sind die meisten von uns weg. Und ich habe hier eine kleine Liste aufgeschrieben, wo ich der Meinung bin, wenn das Respawn endlich mal bringen würde und nicht auf irgendwelche Collection-Events zählen würde. Wir wissen, dass EA da dahinter steht hauptsächlich und Respawn wahrscheinlich ein richtig geiles Brett dahinlegen würde, wenn das nicht so wäre. Aber es gibt so ein paar Sachen, die das Spiel extrem hypen. Und in Season 20 kommt eine neue Map. Es wird einen Mega-Hype auslösen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn diese Map ein Reinfall wird, wie es bei Stormpoint oder Broken Moon der Fall ist, beide Maps sind geil, sind aber teilweise zu groß und sind nicht so konkurrenzfähig wie World's Edge, Olympus, Kings Canyon. Ganz wichtig. Und deswegen muss diese neue Map reinknallen. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir ein Problem. Auf jeden Fall 40% Forever Apex. GTA nur 20% fast. Hätte ich mit mehr gerechnet, aber viele von euch schauen halt wegen dem Shooter-Zeugs oder Battle Royale, schauen sie rein. 9%, das wundert mich auch, wegen Fortnite, weil Fortnite läuft halt total gut. Fortnite macht verdammt viel richtig. Schaut euch einfach mal auf Twitch die Zuschauerzahlen zur Primetime an Apex, Fortnite. Das ist beides Battle Royale. Du kannst die Zuschauerzahlen fast nicht vergleichen. So unterirdisch auseinander sind die Zahlen. Das finde ich total krass. The Finals, die Umfrage startete, bevor The Finals draußen ist. XDefiant noch immer nicht da. The Finals im Mega-Hype. Aber auch hier glaube ich nicht, dass The Finals ewig am Start bleiben wird mit diesem Hype. The Finals ist auch kein Battle Royale, deswegen keine Konkurrenz. Meiner Meinung nach, auch wenn es ein guter Shooter ist, ich habe es getestet, für mich ist es nicht. Vielleicht habe ich dem zu wenig eine Chance gegeben, aber ich finde es tatsächlich mega langweilig. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müsste ich auch einfach mal ein paar mehr Stunden investieren, aber ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Lust auf das Spiel. XDefiant warte ich immer noch, weil XDefiant würde ich gerne weiter in News bringen, so wie ich es angefangen habe. Auch GTA wird irgendwann wieder kommen, aber wahrscheinlich eher in Richtung, wenn es kurz vor Release steht. Und andere Games über 20% kann ich auch verstehen. Jetzt möchte ich euch erstmal sagen, wie es bei mir weitergeht.
Und was ich denke, was sich ändern muss, damit Apex konkurrenzfähig bleibt und nicht spätestens, wenn zum Beispiel GTA 6 rauskommt, auch wenn es erst im 2025 sein wird, nicht da zu viele wechseln. Weil wenn das Spiel rauskommt, bin ich mir sicher, werde ich Apex kaum noch anrühren, es sei denn, es ist gerade ein Seasonwechsel, ein geiles Event. Die letzten Events waren allesamt absoluter leider Schrott. Das Holo-Bash-Event, das Weihnachts-Event mit der geilsten Events überhaupt in Apex, einfach nicht da. Warum stattdessen ein Revenant-Army-Event, was totaler Müll ist? Auf dem Papier klang das Event mega, mega geil, aber in der Realität ist es absoluter Schrott. Und das Holo-Bash-Event nicht zu bringen, finde ich schon mal absolut traurig. Wie geht's bei mir weiter? Wie gesagt, content-technisch. Weiterhin Apex News. Ihr merkt, wie gesagt, ich war jetzt in den letzten Wochen 2 Wochen selber krank. Dann war ich kurz fit, habe vielleicht ein Video gebracht, ein Livestream. Danach ist mein Kind krank geworden. Also effektiv in den letzten 4 Wochen war ich 3 Wochen out of order. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich euch maximal ein Apex-Video geliefert, weil Apex nichts zu liefern hat. Und das ist mega, mega traurig. Und das ist für diesen Kanal nicht gut. Ihr kennt alle Jolas, der hat sich auch letztens zu Wort gemeldet, wie es bei ihm weitergeht. Er hat genau dieselben Gedanken, dass Apex gerade einfach nicht läuft. Und ich möchte euch auf jeden Fall sagen, wenn XDefiant rauskommt, das ist ganz wichtig, wenn XDefiant rauskommt und es flasht mich und ich bleibe da und zocke es auch, dann gibt es definitiv News. Wenn das aber ein absoluter Reinfall wird, muss ich halt gucken, ob ich auch Bock habe, über ein Spiel zu berichten, wo ich eigentlich überhaupt kein Interesse da, dran habe. Deswegen möchte ich GTA 6 weiterbringen. Aktuell hatte ich kaum Zeit und auch kaum Lust, über GTA zu berichten, weil es einfach noch in so weiter Ferne liegt, bis das Spiel kommt. Aber ich habe Bock auf das Spiel. Wenn es rauskommt, bin ich out of order, was Apex Legends betrifft. Bis auf wenige Male. Wie gesagt, weiterhin News-Content, das ist Fakt. Und ich möchte aber in den Livestreams mich anders aufstellen. Variety, ich sag mal Variety, kriege ich leichter ausgesprochen. Ich habe durch Apex tatsächlich viele Livestreams gehabt oder viele Spiele, die ich komplett ignoriert habe, die ich gerne aus reiner Leidenschaft gerne gezockt hätte. Story Games kommt nicht in jedem Livestream gut an, auch nicht bei vielen. Aber Fakt ist, wenn ich euch mit ein paar Story Games flashen kann und ihr verpasst vielleicht mal eine Folge, ich streame nach wie vor, und das wird auch so bleiben, auf YouTube und auf Twitch, und auf YouTube bleiben die Streams gespeichert und Story Games werde ich dann so hochladen, dass ihr die wieder sehen könnt. Also ich muss nichts machen, ich muss einfach nur sagen, Livestream online halten, sodass ihr den Livestream nachträglich sehen könnt. Das hat bei Apex früher auch ganz gut geklappt, haben sich einige nachträglich noch angeguckt, noch bevor ich auf Twitch angefangen habe. Das heißt, ich werde endlich meine absolute Leidenschaft, die ich Asche auf mein Haupt. Ich bin ein absoluter, ich habe es letztens erst erwähnt, weil es ja dem nächsten Apex Legends Final Fantasy Event am 9. Januar geben wird. Ich werde definitiv das Remake, den ersten Ableger, demnächst im Livestream anfangen. Ich mache keine Videos darüber, wie gesagt. Aber wenn jemand Bock auf Story Games hat und mittendrin reinschaltet und merkt, Mensch, das ist jetzt schon der dritte Livestream, ich habe von der Story nicht viel mitbekommen, wegschalten, vielleicht den ersten Teil nachträglich online schauen, sie bleiben gespeichert. Oder ihr guckt einfach so rein, weil ihr Bock habt. Und Ende Februar kommt der zweite von insgesamt 3 Ablegern für das Final Fantasy VII Remake. Und ich habe es, seitdem es 97 auf der PS1 rauskommt, gezockt, geliebt. Es kommt das Re oder das Remake wurde angekündigt. Dann habe ich mich so gefreut und dann war Apex da. Und es ist einfach eigentlich eine Schande für mich als Gamer, dieses Spiel nicht durchgezockt zu haben. Dann schon lange, lange draußen. Ich möchte endlich mal wieder, ich habe es zum Release durchgezockt wie so ein Verrückter. Ich möchte es gerne einfach mal wieder zocken. GTA 5. Aber nur die Story. Online-Modus interessiert mich hier überhaupt nicht. Aber in Teil 6 werde ich nicht drum rumkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Das sind die beiden Games, die ich definitiv streamen werde außerhalb von Apex. Natürlich werde ich auch weiterhin Apex zocken. Das ist klar. Ich möchte weiterhin ab und zu Ranked spielen. Auch klar, ganz, ganz wichtig. Und ich möchte euch jetzt noch sagen, was ich denke, was sich ändern muss, damit Apex nicht wirklich in 1,5, 2 Jahren Game Over ist. Auch wenn ich denke, es wird weiterhin supported. Aber die Zahlen gehen runter. Warum? Wir können es doch alle, wir sehen es doch alle. Wir haben keinen Bock. Nicht, weil das Spiel Kacke ist, sondern Matchmaking. Das Matchmaking muss raus. Es hat nur in Ranked was zu suchen. Ich weiß, dass nicht jeder meiner Meinung ist, was ich auch völlig verstehen kann.
Aber wenn das Matchmaking wenigstens so funktioniert, dass du wirklich auf Gegner triffst, die auf deinem Niveau spielen. Und das tut es nicht. Und auch in Ranked, das Hidden MMR ist für'n Hintern. Das ist Fakt. Wenn EA und Respawn uns weismachen wollen, dass das Hidden MMR in der Lage ist, uns mit Gegnern zu matchen, die auf unserem Niveau sind, dann weiß ich nicht, welches Spiel Respawn da spielt. Auf jeden Fall kann es nicht Apex sein. Das Hidden MMR ist absoluter Schrott. Skill-based Matchmaking hat in Publics nichts verloren. Dazu ist Ranked da. Und Ranked ist ebenfalls eine Vollkatastrophe. Viele hassen dieses neue System mit diesen Prüfungen, kurz bevor du von Gold auf Platin zum Beispiel wechselt. An sich finde ich es nicht schlecht, aber manche Prüfungen sind auf niedrigeren Rängen schon ganz schön sportlich und schwer zu erreichen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut justiert ist. Ich denke, dass es bleibt, aber es muss irgendwas passieren. Jedenfalls ist Ranked nicht mehr so geil. Es hält nicht mehr viele bei der Stange, aber es ist auch so, dass ich festgestellt habe, wenn du Ranked im Livestream zockst, lockt das mehr Zuschauer an, als wenn du normal den Publix-Modus spielst. Muss ich einfach sagen, aber Publix spiele ich kaum, deswegen ich bin eher so der Ranked-Junkie mit den richtigen Leuten, ab und zu auch mal mit Randoms. Was muss sich noch ändern? Abgesehen von Matchmaking, Hidden MMR, es muss verdammt nochmal endlich ein Solo-Modus her. Der muss her für alle, die drauf Bock haben. Es muss Ranked für Duos rein, Ranked für Solos, das wäre geil. Vielleicht muss es nicht unbedingt, wenigstens Ranked für Duos würde ich ganz doll feiern, das haben viele von euch schon bestätigt. Aber was ich noch viel, viel nerviger mittlerweile finde, und ich finde, nach fast 5 Jahren Apex ist es nicht zeitgemäß, dass das Spiel mir verdammt nochmal vorgibt, welche Map ich spiele. Und das ist für mich auch ein Riesenkritikpunkt. Ich habe keinen Bock auf Ranked, wenn Stormpoint oder Broken Moon am Start sind. Ist für mich eine Katastrophe. Ich möchte selber entscheiden, welche verdammte Map ich spiele und nicht das, was das Spiel mir vorgibt. Und man merkt, anhand der Spielerzahlen, teilweise auch an den Zuschauern wahrscheinlich, weil viele wahrscheinlich auch gar nicht zocken. Ist Broken Moon aktiv oder Stormpoint? Zocke ich gar nicht erst, weil ich keine Lust habe. Ich warte, bis Olympus für die aktuelle Map-Rotation da ist. Ich kann es verstehen, dass in diesen aktuellen Map-Rotationen immer nur 3 statt, dann irgendwann 5 oder 6 Maps. Keine Ahnung, wie viele Maps es irgendwann noch sind oder werden, dass die nicht alle gleichzeitig aktiv sind. Das kann ich auch verstehen. Aber wenn 3 Maps wie jetzt aktuell Stormpoint, Olympus und Broken Moon, dann möchte ich selber entscheiden, auf welcher Map ich spiele. Und wenn ich es nicht selber entscheiden kann, dann soll doch wenigstens die Mehrheit entscheiden. Wie wir es aus COD kennen, wir haben vielleicht alle 3 Maps von mir aus zur Auswahl. Und von den 60 Leuten dürfen auch alle 60 Abstimmungen sagen, ich möchte Olympus spielen, ich möchte nicht Broken Moon spielen. Ganz einfach. Und dann nehme ich das halt mal hin, dass ich von 10 Runden vielleicht mal 2 auf Broken Moon spiele und den Rest vielleicht auf Olympus oder die Map, die ich am meisten mag. Aber so habe ich das Gefühl, dass ich es selber entscheiden kann. Aber so zwingt mich das Game dazu, 2 Tage das Spiel nicht anzurühren und einen Tag Olympus. Das kann es nicht sein. Und in Publix genauso. Ich möchte selber entscheiden, welche Map ich spiele. Ich weiß nicht, warum wir nach fast 5 Jahren Apex immer noch gezwungen werden, eine Map zu spielen, auf die wir keine Lust haben. Und auch diese Rotation aller Stunde. Da hast du vielleicht mal endlich von 3 Maps eine gute dabei und dann ist die nur eine Stunde aktiv. Es tut mir leid, es sind vielleicht 3 lange Runden und dann ist wieder eine Schrottmap da und dann machen die meisten wieder aus oder haben keinen Bock oder. Und das muss passieren. Diese Sachen, und das ist eigentlich nicht die Welt, und wir würden wahrscheinlich, oder euch, schreibt es gerne in die Kommentare, euch würden bestimmt auch noch eine Menge Sachen einfallen, die das Spiel so viel besser machen. Und ich bin auch überzeugt, dieses Final Fantasy Apex Event, meiner Meinung nach, ich weiß zwar nicht, was da kommen soll, außer der Skins, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, irgendwelchen Hype auslöst. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Battle Royale fremden Spieler wegen Final Fantasy sagen, jetzt habe ich Bock auf Battle Royale, weil die Skins da sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein gutes Event wird. Ich glaube da nicht dran. Und ich bin überzeugt, aufgrund der Vergangenheit von Apex Legends, es ist nur noch Schrott. Events sind fast alle nur noch Müll. Und Respawn hat in den ersten 1, 2 Jahren gezeigt, dass es können. LTMs, wenn es der Solo-Modus ist, der Dummy-Modus, der Third-Person-Modus und nicht ständig alle paar Monate vielleicht nur Armed and Dangerous. Das ist ein guter Modus, aber hey, es gibt viel, viel bessere. Und das sind Modis, Modi ohne S.
die einfach reingeknallt haben, und ich verstehe nicht, warum die das nicht begreifen, an diesem Erfolg anzuknüpfen, wenn sie schon keine kreativen Ideen für bessere Events hatten. Das Post Malone Event, absoluter Knaller. Dann haben sie es kurz für ein paar Tage verlängert, weil sie gemerkt haben, das ist richtig geil, und vor allen Dingen, weil gerade die Konkurrenz wie Fortnite so groß ist, haben sie es vielleicht bewusst noch mal ein bisschen verlängert, und jetzt ist wieder Totenstille. Es ist eine absolute Tragödie. Und wenn Respawn und EA nicht langsam aufwachen, dann haben die ein Spielerproblem. Die haben nicht dann erst ein Spielerproblem, die haben das Spielerproblem jetzt schon. Es gibt, vor einigen Wochen habe ich eine Statistik gesehen, die schlechtesten Spielerzahlen, seitdem Apex Legends draußen sind. Aktuell in Season 19. Season 20 steht vor der Tür, dauert zwar noch bis Anfang Februar. Die neue Map wird einen Hype auslösen. Der wird 2 Wochen halten. Und dann ist wieder vorbei. Und dann zieht wahrscheinlich wieder The Finals, XDefiant und Fortnite. Die ziehen alle wieder vorbei, weil die bringen auch ständig neuen Content. Und Apex bringt nichts, was so einschlägt, dass wir alle Bock haben, da dran zu bleiben und alle anderen Spiele zu ignorieren. Das ist leider Gottes ein Fakt. Ich habe fertig. Flasche leer. Das waren meine Gedanken, meine Meinung zu Apex, leider Gottes. Aber irgendwann ist halt mal Ritze. Irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr. Ich werde es weiter spielen. Ich werde es weniger spielen. Ich möchte endlich Spiele spielen, für die ich eine Leidenschaft hatte. Eigentlich immer noch habe, aber einfach nicht genutzt. Aber auch Elden Ring übrigens. Oder Elden Rings. Rings mit S, weiß ich nicht. Ein saugeiles Spiel, und ich habe es nicht lange gespielt, weil dann wieder eine neue Season da war. Und dann hast du wieder Rank gespielt, dann bist du aus dem Spiel. Und ob ich das jemals wieder anrühren werde, weiß ich nicht. Obwohl es geil ist, ich hätte schon Bock drauf. Und Ende Februar, wie gesagt, der zweite Ableger von Final Fantasy. Also ich werde jetzt nicht alle paar Tage ein neues Spiel anrühren, das ist Fakt. Final Fantasy wird es als nächstes geben. Zwischendurch immer mal Apex. Dann werde ich GTA 5 irgendwann an. Rühren. Ich gehe aber erst davon aus, sobald der zweite Ableger von Final Fantasy durchgezockt ist, weil GTA wird eine Weile dauern. Da habe ich keinen Bock, dauernd andere Spiele noch dazwischen zu spielen, außer Apex Legends. Und dann ja, werde ich GTA eine Weile zocken, streamen und versuchen, so einen schönen Übergang Richtung GTA 6 hinzukriegen. Mal gucken, was zwischenzeitlich noch so kommt. Das ist auf jeden Fall mein Plan für die Zukunft. Auf eurem bin ich gespannt. Wie gesagt, alle Livestreams, die ihr verpasst, die mit einer Story zu tun haben, könnt ihr nachträglich noch gucken. Die werde ich online stellen. Das war's jetzt von mir. Wie gesagt, frohe Weihnachten. Danke für den Support und guten Rutsch, wenn wir uns nicht nochmal hören. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt am Start, auch wenn es nicht mehr so Apex-lastig sein wird in Zukunft, zumindest Livestream-technisch. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Ciao.